Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mal in Zusammenarbeit mit eBay. Und ihr seht schon, das Auto ist ja sowas von hoch. Ich blende euch jetzt noch mal ein paar Bilder ein, so wie er draußen steht. Jetzt ist er ja leicht aufgebockt auf der Bühne, aber er ist wirklich sehr hoch. So kann man ja wirklich nicht rumfahren, das geht ja gar nicht. Ich weiß, viele haben schon im letzten Video gesagt, lasst den bloß original, kein Tuning, los originalgetreu wieder aufbauen, quasi Opa-like. Aber ich baue ihn hier so ein bisschen so, wie ich ihn mag, natürlich auf, und wir bleiben natürlich auch komplett zeitgenössisch. Und ich glaube, 1990 oder so, da wurden auch die ein oder anderen SECs tiefer gelegt. Und genau, dafür haben wir jetzt Folgendes von eBay. Einmal ein Federspanner, da wir nämlich diese Federn hier einbauen. So, schick, schick, mit Gutachten und vor allen Dingen auch gar nicht mal so teuer. Die haben jetzt knapp 180 Euro gekostet von Aibach, also Made in Germany. Das kann man dann auch ganz normal eintragen beim TÜV und sollte eigentlich kein Problem darstellen, auch nicht für die Harzzulassung. So, von daher ganz getreu nach dem Motto, läuft nicht, gibt's nicht, schmeißen wir die jetzt einmal rein. Was müssen wir dafür machen? Dafür müssen die alten Federn raus. Das ist bei denen gar nicht so einfach, deswegen haben wir auch einen speziellen Federspanner, den zeige ich euch gleich. Hier oben ist der Stoßdämpfer fest und wenn du hier mal reinfilmst, ich mache mal hier eben die Leuchtröhre an, wenn du da reinfilmst, da siehst du schon die Feder. Die müssen wir gleich erstmal komprimieren, dass wir die schön ausbauen können. Den Federspanner zeige ich euch auch einmal ganz kurz. Der sieht nämlich anders aus, als man das sonst kennt. Normalerweise geht das ja außen um die Feder rum. Hier haben wir da quasi in der Mitte eine Lochbohrung und können die Feder von innen spannen. Und ja, wie das genau funktioniert, werdet ihr gleich sehen. Den gibt es auch bei eBay. Und kostet, glaube ich, 50 Euro. Nur, dass ihr da ganz transparent Bescheid wisst, was das alles kostet. Also wirklich eigentlich keine so große, kostenintensive Umbauarbeit. Aber ich glaube, es lohnt sich. Das werden wir später sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Felgen kommen auch noch, aber das in einem anderen Video. Legen wir los. Gleich einmal hochnehmen. Okay. Die sind so schön leicht, ne? Mal sehen, was da im nächsten Video raufkommt. Seid gespannt. So, da haben wir die Feder. Die müssen wir gleich vorspannen. Das ist ein richtiger Apparat. Im ausgebauten Zustand wächst er wahrscheinlich so auf die Länge. Das hier habe ich jetzt, schlau wie ich bin, schon mal eingesprüht mit WD-40, weil das obere Traggelenk muss auch ab. Ist jedenfalls einfacher, kriegt man die Feder leichter raus. Genau, das wollte ich euch einmal zeigen. Jetzt müssen wir leider wieder runter, weil wir von oben spannen. Da oben ist das Loch, wo wir den Federspanner reinstecken. Ja, irgendwo da. Ist ein bisschen schlecht zu sehen. Das musst du wieder schlau schneiden. Das schneide ich wieder richtig schlau, ihr kennt es. Für die vorderen Federn brauchen wir hier die kleineren Teller. Ihr seht, wir haben hier vier Teller, einmal zwei große, zwei kleine. Die positionieren wir jetzt folgendermaßen. Das hier ist der obere Teil, das hier müsste der untere Teil sein. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen so ungefähr. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir den sogar hier. Ist vielleicht sogar besser. So, der kommt hier hin. Und dann kommt der andere mit der größeren Öffnung so nach oben. Ja, jetzt stecken wir das hier folgendermaßen hier oben durch. Ich hoffe, trotz Kabeln funktioniert das hier. Zack. Einfach reingefallen. Ja, wie sieht das jetzt hier aus? Jetzt ist es hier ganz wichtig, dass man den durchsteckt. So. Und dann aber auch richtig verdreht. So ausgerichtet ist es. Jetzt versuchen wir es von oben anzuziehen. Sieht hier jetzt noch alles ein bisschen krumm aus, aber das wird sich hoffentlich hinziehen. Der ist jetzt hier jetzt nicht ganz so schön positioniert, aber es wird dennoch funktionieren. Denke ich mal. Sieht man, wie sich hier die Feder komprimiert. Um ein bisschen Platz zu haben, hier oben das obere Traggelenk ab. Ich hoffe, es geht hier mit dem Schlagschrauber.
Jetzt kommt der Stoßdämpfer runter. Das machen wir von hier oben. Das sind irgendwie komische Leitungen im Weg. Ja, die hat mit gegenhalten. Genau, ein bisschen gegenhalten. Die hat unten mitgedreht. Genau. Super. Laubgeräusche. Mhm. So, das kann sich jetzt nur noch um Jahre handeln. Wir melden uns zurück, wenn es fertig ist. So, endlich ist es ab. Das hat etwas Teamwork benötigt, aber gut. Hier ist ein Gummi, da ist noch eine Scheibe drauf. Alles wirklich sehr simpel aufgebaut bei so einem alten Auto. Und jetzt müssen wir versuchen, die Feder rauszukriegen. Als erstes hier irgendwie die Verlängerung. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir rauskriegen müssen. Zack, da ist sie ab. So, und jetzt verliere ich hoffentlich meine Finger nicht. Da sitzt sie hier noch so ein bisschen, ne? Nichts passiert. Schon ein bisschen Angst gerade. Irgendwie mit einer Zange oder so. Hier war halt immer noch sehr viel Spannung drauf. Und wir hätten wahrscheinlich doch die größeren Teller nehmen sollen, aber wir kriegen sie dennoch jetzt raus. So. Wie war das nochmal? Die Scheibe kann nirgendwo hin unten? Der untere Teller? Scheinbar kann er in die Feder. So, die Bombe ist draußen. Jetzt lassen wir mal die Spannung runter. Das hätte ohne Schlagschrauber ewig gedauert. Ja. Aus Fehlern lernt man, das heißt, die alten oder die kleineren, die verwenden wir jetzt nicht, sondern die größeren, die bei dem Set dabei waren. Ich hoffe, das geht besser und sieht ein bisschen vernünftiger aus, aber man sieht, es wird auf jeden Fall wieder ein bisschen schräg. Aber ich glaube, es soll so. Hoffe ich jetzt mal. So, meinst du, wir kriegen die rein so? Ja, es sollte reichen, denke ich, oder? Sieht geil aus. Werden wir gleich sehen. So, da sieht man nochmal die Verzahnung, die muss immer passen, weil wenn das abrutscht, dann kann man sich, glaube ich, ganz schnell einen Arm brechen. Mindestens. Mindestens, ne? Ja. Aber gut, wir versuchen es mal. Schön dunkel, da. Schön dunkel, ne? Aber sie ist drin. Sie ist drin. Jetzt müssen wir wieder das hier und den Stoßdämpfer festmachen. Gucken, dass unten das Windungsende sauber liegt in dem Federteller. Genau. An dem Anschlag. Hier hängen wir an irgendeinem ABS-Sensor. Das ist bestimmt gesund. Das ist richtig gesund. Ah, da war ein cooler Kommentar unter dem letzten Video. Sauber machen, ne? Einmal ABS-Ringe sauber machen und es hat auch einer beschrieben, wie man die ABS-Sensoren den Innenwiderstand genau, misst. Genau, 100 Ohm. Ja. Habe ich mir schon gemerkt. Gute Kommentare auf jeden Fall, werden wir auch mal ausprobieren dann. Genau. Und nehmt Momme nicht so hart in den Kommentaren ran. Der ist einfach genauso gehypt wie ich auf das Kfz. Ach so, ja, und ich bin wirklich kein Profikameramann. Ja, wir machen das hier nach bestem Wissen und Gewissen. Genau. Oh, das Wort zum Sonntag, ey. Stets bemüht. Stets bemüht, aber ja, wir kriegen jetzt den Dämpfer da wieder rein. So. Ah, das war hier der Fußtrick. Das war der Fußtrick-Trick. Die selbstsichernde Mutter wurde natürlich ersetzt. Sieht man sofort. Das ist ein Drehmomentschlüssel, der klackt. Der klackt jetzt gleich, ne? Der klackt ganz oft. Fest. Steht so in der Arbeitsanweisung von Mercedes. Genau, richtig. Hm. Gut, jetzt können wir den Dämpfer wieder festmachen. Jo, hier oben. Ah, das dreht bestimmt auch mit, das wird spaßig. Ich hab da was. Jetzt bin ich gespannt. Ui. Das ist schön. Einmal gutes Werkzeug kaufen. Einmal gutes Werkzeug kaufen. Demnächst kommt auch noch richtig schönes Werkzeug. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Vielleicht ist es schon angekommen. Jetzt geht das wieder los. Warum muss denn das so schwer gehen? Das ist doof. Aber läuft nicht, gibt's nicht hier, ne? Es muss immer weitergehen. Wir haben es geschafft.
Ja, das Gewinde von der Kolbenstange war ein bisschen ausgenudelt, deswegen hat das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Hier oben seht ihr schon die Schraube. Jetzt entspannen wir die Feder. Wir hoffen mal, dass sie richtig sitzt, aber das werden wir gleich herausfinden. Mama beobachtet das Ganze jetzt von unten und ich löse von oben die Fixierung. So, die Feder sitzt super. Hier kann der TÜV-Prüfer auch wunderbar die Kennzeichnung erkennen. Da unten auch. Da muss man auch darauf achten, dass das Ende da ja, in der Führung sitzt. Hier oben sitzt es auch gut. Nicht das Gummiteil vergessen, auch ganz wichtig. Sonst gibt es bestimmt doofe Vibrationen. Ja, jetzt geht's nach hinten. Das wollen wir euch natürlich nicht verwehren. Und das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil da müssen wir im Innenraum, glaube ich, was auseinanderbauen. Das gucken wir mal. Jetzt haben wir auch ausreichend Licht hier hinten. Es geht weiter auf der Hinterachse. Mal sehen, was uns erwartet. Oh, guck mal, das Blech ist schon mal neu gekommen hier. Stimmt. Das ist schon mal gut, wenn die weggammeln. Das ist, glaube ich, richtig nervig zu machen. Neue Bremsleitung. Das haben wir, glaube ich, alles in der Bestandsaufnahme schon gesehen. Auspuff sieht auch schick aus. Und da haben wir die hintere Feder. Da müssen wir als erstes, so bin ich jedenfalls der Meinung, hier unten den Stoßdämpfer abmachen und auch oben die Stange des Stoßdämpfers und die kriegen wir durch den Innenraum, aber erstmal kümmern wir uns um die untere Verschraubung. Ja, hier unten ist der Dämpfer, der ist auch schon mal neu gekommen und hier sind zwei 17er Schrauben, Motoren, die lösen wir jetzt mal. Ja, jetzt befinden wir uns im Innenraum. Hier hinten die Sitze rauszunehmen ist wirklich sehr einfach. Hier gibt es zwei so Hebel, die muss man irgendwie so nach außen machen. Dann fliegt das Gedöns schon mal raus. Das ist richtig geil, ne? Ja, ist schön einfach. Das ist richtig gut. Und der hier, der müsste eigentlich auch nur gesteckt sein. Gucken wir mal. Ich will ja auch nichts kaputt machen, ne? Schwer? Ja, für mich schon. Ja, jetzt siehst du natürlich sehr wenig. Ich pack das mal eben kurz weg. Ja, da sieht man schon, ne? Das ist der Stoßdämpfer, ne? Genau, das ist der Stoßdämpfer. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt nicht allzu viel von der Geräuschkulisse hier mit, denn unser Wellblech lässt wieder grüßen beim Regen. Da hat er sich wieder den richtigen Schlüssel ausgesucht hier, ne? Der Eiko. Das ist praktisch. Hätte man jetzt natürlich noch ein bisschen WD-40 drauf machen können. Aber jetzt steige ich nicht nochmal aus. Ah, moin. War noch ein bisschen Druck drauf, alles gut. Ja, vielleicht hätte man das noch abstützen sollen, aber darauf bin ich nicht gekommen. Weiter geht's unterm Auto. Tada! Da ist der Dämpfer. Ist sogar ein, mit Gas drin. Gasmatic. Aber was cool ist, dass uns das nicht alles hier entgegenploppt, haben die hier, hier so einen Halter, ne? Das heißt, der Querlenker kann gar nicht weiter runter. Mhm. Ist idiotensicher? Ja, deswegen ist uns die Kolbenstange auch nicht komplett abgehauen. Tja, Federspanner-Time. Drehen hier den Aal. Vielleicht da raus. Ups. Oh, da ist er. Das ging einfach, ne? Wenn man erstmal weiß, wie man damit umgeht. Also das Werkzeug darf auf jeden Fall in keiner Werkstatt fehlen.
So, die andere Seite, eigentlich dasselbe Spiel in grün. Das müssen wir euch, glaube ich, nicht zeigen. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn wir das in der Halle, das Auto einmal runterlassen. Rausfahren werde ich euch morgen zeigen, weil es A, dunkel ist und B, regnet. Aber es ist für euch sowieso in dem Video. Das heißt, warum sage ich das überhaupt? Genau. Wir kümmern uns um die andere Seite. Dann sehen wir uns gleich, wenn er hoffentlich richtig auf dem Boden liegt. So, Kinders, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Du willst es auch wissen, ne, Mama? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, sieht man das alles? Ja. Muss. Gut, das sind jetzt auch kleine Felgen, ne? Also, Leute, kommt noch, aber jetzt geht's erstmal ab nach unten. So, was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Er ist jetzt ein bisschen sportlicher. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Zumal es soll auch kein Tuning-Auto werden. Ne? Wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, zeitgenössisches Tuning. Das war, denke ich mal, auch vielen wichtig, dass ich jetzt hier nicht fusche, aber mache ich natürlich auch nicht. Also das Auto hat irgendwie auch einen historischen Wert und für mich jetzt auch schon einen persönlichen Wert. Deswegen, hier wird nicht gefuscht. Ich finde, das sieht eigentlich relativ gut aus. Ich bin gespannt, wie es mit den Felgen aussieht. Falls ihr auch ein SEC oder S-Klasse oder was auch immer habt, dann schaut gerne einmal in der Beschreibung vorbei. Da habe ich euch die Tieferlegungsfedern verlinkt. Aber auch generell hat eBay natürlich einiges anzubieten an Tuning-Teilen, an Service-Sachen, aber auch an Originalersatzteilen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und ja, jetzt packe ich euch noch ein paar Aufnahmen von außen hinten ran. Vielleicht setze ich das Fahrwerk auch noch ein bisschen, wird ein bisschen tiefer. Gucken wir mal. Und genau, bis zum nächsten Mal und ciao.